Mit 56 Jahren ist der Hollywood-Star George Clooney erstmals Vater geworden, und zwar im Doppelpack. Ella und Alexander dürften ihren frisch gebackenen Papa ordentlich auf Trab halten. Noch vor wenigen Jahren gilt Clooney als eingefleischter Junggeselle. Selbst seine Eltern zweifeln, dass sich an dem Zustand je etwas ändern würde. Jetzt plaudert sogar Opa Nick Clooney aus dem Nähkästchen. Nur 2 Stunden nach der Geburt sieht er seine Enkelkinder via Skype. Nick ist so stolz, dass er die ganze Welt daran teilhaben lassen möchte. Wenn es darum geht, wem die Kinder ähneln, ist sich seine Frau sicher, dass die Babys nach George kommen. Zumindest die Nase. Alexander habe das kleine Profil seines Vaters George. I couldn't be happier right now. Die Clooneys sind so glücklich, aber für sie ist die wahre Heldin definitiv Amal. Nick nennt sie sogar Superwoman. Nicht nur, dass sie seinen Enkeln das Leben geschenkt hat, sie ist es auch, die George sesshaft gemacht hat. Bei den Clooneys liegt der Humor wohl in der Familie. Der 83-Jährige behauptet, dass Georges Augen nach der Geburt glasig gewesen sein sollen und demnach nicht weiß, ob sein Sohn beim Skypen nüchtern war. Wann Nick und seine Frau die Enkel das erste Mal zu Gesicht bekommen, ist noch unklar. Schließlich haben die frisch gebackenen Eltern jetzt genug um die Ohren.